Moin moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Es schneit. Draußen sind 30 Grad und in Morrowind schneit's. Aber nur auf Solstheim. So, auch bemerkenswert, ne? Warte mal. Ja, beschwer dich ruhig. Halt, falsch. Und auch bemerkenswert, ne? Hier, eine Insel im Norden. Kaum, also für mich optisch jetzt von der Karte, das kann natürlich auch täuschen. Geografisch kaum höher als hier. Das ist ja, glaube ich, Sheogorath, die Insel. Oder ist sie anders? Da, wo Dagon Feldorf ist. Aber hier halt Schnee. Und wahrscheinlich auch ein paar Grad kälter. So. Hey. Vielleicht diese blöden Gewitterwürmer, ne? Momentan überall rum. Kaum ist man draußen mal ein bisschen laufen, arbeiten, Gartenarbeit, wie auch immer. Alles voll mit Gewitterwürmern an der Arme. Ja, gut zu wissen übrigens, dass man diese Rüstungen alle wohl noch bekommen kann. Ich will mich jetzt einmal im Dorf umschauen und mal schauen, was es hier so alles gibt. Hier ist der Erste mit Namen. Was sind die Berserker? Sind Halbnackten? Ach, das sind die halbnackten Irren, die Berserker tragen. Kleidung und sind von der Kälte und viel zu... Ah. Achso, die sind nirgendwo willkommen. Okay, einfach nur Verrückte. Der Name da. Canius Magius. Der macht übrigens, glaube ich, die Händlerquest, startet der. Vermute ich. So, hat er denn irgendwas, was man anklicken kann, was für ihn relevant ist? Senn wir, ja, da war ich letzte Folge beim Schmied. Okay, der hat wohl nichts. Dann war hier noch Ingmars Haus. Ich kann jetzt auch ein bisschen genauer mir mal die Sachen hier angucken. Man merkt, dass das ein DLC ist. Oh. Ja, brauche ich nicht. Nee, das auch nicht. Hm? Hm? Das sieht aus wie ein Kinderbett. Bisschen klein, ne? Ah, kann man drauf schlafen. Aber nur auf dem Kissen, nicht auf dem Bett. Ich denke, hier wird nichts Wichtiges sein. Die Namen... Haus von Brold, den Brüllen... Hier, die Häuser von den Bewohnern, die werde ich mir jetzt erstmal nicht angucken, denke ich, oder? Hey, am Ende ist da noch einer drin und der hat eine Quest für mich. So. Guck mal. Der Brüllende. Oh, Mondzucker. Habe ich Mondzucker? Oh, sorry. Lecker. Ah, Skuma. Wo ist er? Ah. So. Was hast du denn hier? Ah, ja. Ähnlich wie der Schamane hat er wahrscheinlich so Magiesachen. Was kann der mir an Zaubern beibringen? Sehr schön. Zauber absorbieren, Schnelligkeit absorbieren, Stärke absorbieren, das absorbieren. Veränderung festigen, Illusion festigen, ohne Rüstung festigen. Sichere, leise Weisheit. Brillante. Oh. Nice. Man kann Alchemie damit pushen. Ah, da kriegt man diesen Zyklus. Es gibt, bei Morrowind ist ja, wie es aussieht. Beziehungsweise nicht so, wie es aussieht. Es ist ja so, man kann sich ja ins Unendliche hochpushen mit Alchemie. Das habe ich nicht gemacht. Will ich auch für das Let's Play nicht machen, weil ich es ein bisschen langweilig finde. Wenn man sich so unnormal krass stark macht. Also so, man geht hin, Fingerschnipp, pum, weg. So, gut, dass ich doch in die Hütte reingegangen bin. Was hast du? Ach, ich habe jetzt den Alchemiehändler, habe ich jetzt gar nicht ausgefragt. Also der mit den Tränken, den habe ich gar nicht ausgefragt, ob er irgendwas für mich zu tun hat. Das wollte ich ja machen. Komm her. Hast du was? Nein, sieht nicht so aus. Nein. Alles klar. Ja, wenn jetzt im Skaldorf hier keiner Aufgaben für mich hat, dann... gehe ich, denke ich, schnell zur Festung zurück
und nehme da Aufgaben an. Stellt eure Frage. Ja, scheiße. Klick aus Versehen immer einmal Lexia an. Ne, hier ist nichts. Okay, was ist das? Haus von Erna der Ruhigen. Kann er drin? Ah, hier ist ein Zettel drin. Ja, an den Ufern des... Findest du nicht auch? Freiheit von diesem zänkischen Weib, das sich... Oh! Oho! Getrocknete... Aha. Da hat aber eine Bock, jemanden auszuspannen. Hm? So, was ist das hier? Eismannes Haus. Ja, die haben alle nur die gleichen Dialoge. Lassens Haus. Mein armer Sohn. Bitte, so helft einem armen alten Mann. Jo, jo. Heil eines alten Manns. Oh, danke, mein Sohn. Ah, okay. Alles klar. Sehr gut. Ich bin's auch. Ah, das hat mich jetzt so ein bisschen so gepackt, ne? Er hat ja direkt angefangen zu reden. Also nicht so im Sinne von, wie ist es ja so wie er? Ihr solltet das Ritual der Geschenke. Ja, weiß ich. Man ist in die Hütte reingekommen und er hat sofort halt von seinen Klagen berichtet, die er hat. So, der hatte nichts zu tun. Alles klar, dann ist das Dorf schon, ne? Warte mal. Jo. Da ist der Brunnen. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt trotzdem schnell nochmal zur Festung zurück, denn bei der Festung ist ja noch, sind ja auch noch Aufgaben, die ich annehmen kann. Wird jetzt natürlich ein bisschen doof, dass ich hauptsächlich... Doof, oder? Wird es doof? Weiß ich nicht. Ja, wir werden jetzt viel rumlaufen und nach den Aufgaben geiern. Quest, Quest, Quest! Mir juckt die Nase! Weiß ich nicht. Da ist die Kavallerie! Halle! Herrgott, ich krieg's nicht auf die Reihe gerade. Ja, ist ja gut jetzt. Ich lasse es sein. Ich lasse es jetzt sein. Die Lanze nehme ich mit. Und den Schild auch. Was hat der hier? Ein Krug. Der will nicht mitkämpfen, alles klar. Der Schlechter hat einen nordischen Eisenhelm. Ein paar Fellpanzerhandschuhe und ein Eisenharnisch. Ich nehme nur den Trank mit. Was hat der für einen Trank? Einen einfachen Genesungstrank? Brauche ich nicht. Achso. Au. Könnt schon gut schießen eher, ne? Nee. Ah, stopp, was ist das für ein Bogen? Okay. Weiter. Dann einmal Richtung Festung. So. Dies hier. Also die Händlerquest. Gehe ich davon aus, dass die in diesem Haus hier, das ist ja der Schrein. Hier im Schrein war nämlich oben, meine ich. Moment. Hier. Rechts. Er hier. Da startet die Quest für die Handelsgilde und die scheinen wohl wichtig zu sein. So. Händlergilde beitreten. Machen wir mal. Bin dabei. So. Ihr seid nun Handlanger. Möchte euch klarstellen, dass hier die
ich die Verantwortung hier habe. Alles klar, Chef. Was Sie machen, Chefin? Chefe, wenn ihr bereit seid für einen Auftrag, ja. Also, Auftrag. Glaubt bereit für Arbeit? Ja, Arbeit, Arbeit. Sehr gut. Die ersten unserer Arbeiter sind da und müssen zur Mine. Können wir besonders geschickt im Umgang mit der Klinge, dabei sollt ihr sie begleiten, das ist im Weg, müsst darauf achten, dass sie sicher ankommen. Das ist einfach. Wenn ihr dort seid, sagt Falco Galenus Bescheid. Er wird geben, geht nun und sprecht mit Gida, er ist unten am Hafen. Alles klar, die werden wahrscheinlich dahin laufen und ich muss die verteidigen. Das wird, denke ich, einfach, oder? Machen wir die als erstes? Ja. 10 Minuten, fast nur rumgelaufen, ein bisschen geprügelt. Ja, wobei ich nicht angefangen habe, das waren die. Das sind wahrscheinlich die Arbeiter. So. Speichern. Hier, damit auch nichts schief läuft. Für ein gutes Gespräch. Bereit. Immer Zeit. Gehen wir. Lebt wohl. Folgt ihr jetzt mir? Oh nein. Ist die da? Ah, okay. Dann weiß ich, ja, dann muss ich aber erstmal die Schuhe ausziehen, weil sonst nehmen wir hier mal die Bärenstiefel. Wo sind sie? Da. Lauft, Jungs, lauft. Wenn ich jetzt zu schnell bin, dann ruckzuck bleiben sie irgendwo hängen. So, da sind die ersten, warte mal. Die nehmen wir alle mit. Ich weiß zwar noch nicht, wo die Pelze viel wert sind, aber vielleicht brauche ich sie irgendwann für eine Quest. Wunderbar. Ich habe Angst im Nahkampf, diese Leute zu treffen. Ihr seht ja immer, wie die sich so rüberschieben. Und ich sehe schon, mit einem Hammerhieb fällt einer um. Hä? Nein, das will ich nicht. Okay. Weiter. Ich sehe schon einen Hammerhieb. Was ist das? Wer bist du? Weiß ich noch nicht. Aha. Ganz kräftige Dame gewesen. Ne? Sehr, sehr kräftig gewesen. Hier sind Wolfenstiefel, Wolfsstiefel, die habe ich noch nicht. Sehr schön. Und ansonsten hat sie nichts. Alle da? Sehr gut. Jetzt habe ich euch. Oh, der hält mehr aus. Der Grizzly Bear. Kommt schon, Leute, wir müssen nach Rabenfels. Was ist das denn hier? Ein Hügelgrab. Ja, nordische Vibes hier, ne? Ladungen sind alle. Nein! Seht ihr das? Ich dachte schon, ich hätte den Wolf getötet und hätte aus Versehen einen von denen getroffen und die hätten jetzt nur noch einen Strich HP. Ja, gönn dir, hier ist genug Schnee. Nimm mal einen tiefen Zug. So. Leute, ab über den Berg. Da sind sie, die Waldlinge. Die Zweiglinge. Die irgendwie dreimal umgehauen werden müssen. So. Kommt ihr? Ja. War Rabenfels nicht auch irgendwas, was im WoW war? Ich meine, da gab es doch auch irgendwas. Burg Rabenfels? Das ist ein Name, der sich anbietet, ne? Aber das ist keine Burg hier. Leute, lauft doch mal ein bisschen schneller jetzt. Kommt schon. Boah, warum juckt denn die Nase die ganze Zeit? Wo müssen wir hier hin? Ich glaube, da vorne zu dem Typen. Kommt, Marsch! Wir haben es fast geschafft. Gleich sind wir da, dann könnt ihr wahrscheinlich erstmal Pause machen.
so. Dann hat Kanius euch also dazu gebracht, bei seinem kleinen Abenteuer mitzumachen. Ja. Was ist denn der Auftrag? Achso. Ich soll dem das bringen. Alles klar, easy. Kollege Schmalspur hier möchte, dass wir einen Ebenerzklumpen rüberbringen zu Kanius. Warte mal. Eben schnell einmal springen, dann sind wir auch schon an der Burg. Ne? Mist, doch nicht. Ah. Jetzt kurz gehangen. So. Nehmen wir den schnellen Weg rein. Sehr schön. Hi, Kanius. Was gibt es denn? Geht es um euren Auftrag? Falco gesprochen. Nun, wo ist das Erz? Wo ist das Erz? Zu geben können, braucht ihr Zeit nicht verschwenden. Ja, wo ist das denn? Wie kann ich dir das geben? Auftrag. Ja, ich hab's in der Tasche. Hä? Hä? Wie gebe ich dem das? Warte. Hier ist es, rohes Ebenerz. Na toll, 5 Stücke. Ihr seid mir welche, ey. Alles klar, da gibt es bestimmt irgendwo was, wo ich abbauen kann. Dann wieder zurück. Ich dachte, ich muss nur den einen Klumpen rüberbringen. Tja, ich habe mal nicht gelesen, ne? Oh, dumm hier, ey. So, also, hier geht's hier irgendwo rein. Da. Guck mal, hier ist es doch eben Erz. Nichts drin. Hier. 2. Hier. 2. Perfekt. 5. So schnell kann's gehen. Halt, stopp. Nicht, dass er noch mal einmal wissen will, dass wir das jetzt haben. Sobald ihr noch 4 habe ich. Ihr habt es geschafft. Genug. Ja, bringt sie zu. Ja. Weiß ich. Gut. War nicht so wichtig, ihm Bescheid zu geben. Dann gehen wir jetzt zurück zur Festung. Mann, ey. Ist deutlich angenehmer, in so einem Wintergebiet rumzulaufen, wenn es draußen so warm ist. Ich habe auch schon wieder richtig Bock auf Skiurlaub. Aber das habe ich schon ein bisschen länger. Was gibt es denn? So, Auftrag. Sehr gut. Anteilsschreiben im Inventar. OK, Anteilsschreiben? Was ist das? Halt. Kommt wieder, wenn die. Was ist das? Skergo, der Innehmer vom 100 voll bezahlten und nicht steuerpflichtigen Anteilen ist jeder mit Nennwert von einer Drache. Stammaktien der. Ach, ich habe eine Aktie bekommen. Das gab's damals schon. Warum haben die das rausgenommen? Spannendes System. Also, ich würde gern aufsteigen. Schreiber. Den Auftrag? Nein. Noch weiter aufsteigen? Nicht geeignet. Nicht ausdrücken? Okay, alles klar. Das heißt, er wird später wahrscheinlich noch ein paar Aufgaben für uns haben. Ich jump jetzt nochmal zurück zu Rabenfels und guck mal, ob Kollege Schmalspur vor Ort noch was zu tun hat. Und wenn nicht... Oh Mist, ich kann doch nicht rüber jumpen. Dann andere Sache. Hier vorne die Dame hatte noch eine Aufgabe wegen Mondzuckeruntersuchungen. Während in ein paar Mal mehrere Leute vergiftet mit Mondzucker. Jemand. Okay. Vor kurzem. Es handelt sich. Angelegenheit.
Wenn es nur eine Wische treffen würde, dann können wir es nicht. Letzte Woche Kultpriester, bla bla, Geld und so kann läuten. Was muss ich tun? Den Mann zu dem Mundzucker auf. Es war ein Mann. Ein Fellhelm trug. Ich dachte, okay, alles klar. Ich soll den Priester Jelen nochmal fragen. Jetzt gucken wir aber nochmal, ob die anderen hier was haben. Wie es aussieht, nicht. Was sagtet ihr? Ihr scheint mir gute Gesellschaft zu sein. Ja klar, was sonst? So, auch nicht. Auch nicht. Dann gehen wir hier rein. So, und zwar, wo ist denn Jelen? Für immer. Ich werde hier sterben. Tja, gibt Schlimmeres. Da ist er. Ja, ich war... So, was hat er denn jetzt letzte Woche? Sein verrücktes Lied. Werkstatt Schnee, ich weiß, wer er ist. Ich weiß, wer er ist. Oh, der Duta in seiner Mondwerkstatt. Oder eine Khajiit auch. Ha, verwirrter alter Mann. Okay, was haben wir denn jetzt? Genau, ich kann nochmal rüber zu den... Nach Rabenfels. Rabenfels schauen, ob die noch was zu tun haben. Oder ich schnupper mal hier ins Grab rein. Ich schnupper mal hier ins Grab rein. Oder? Ja. Nee. Nee. Ich hatte ja schon jetzt ein paar Quests gehabt, die ich durch Neugierde einfach schon angefangen hatte, beziehungsweise... Wo ich dann die Sachen, ja das denn nochmal, die Quest-Items hatte ich schon bekommen gehabt. Wie wird die größer? Die wird größer. Steht eins, dreimal auf. Und wird größer. Interessant. Mhm. Alles klar. Ja, wo war das denn nochmal? Von der Morak Tong Quest, genau. Da hatte ich ja im Endeffekt dann schon aufgrund von Erkundungen ein paar Sachen erledigt gehabt und musste dann suchen, wo ich die Sachen verstaut hatte. Glücklicherweise nicht verkauft. Und ich könnte mich hier schon dabei sehen, wie ich aus Versehen Sachen verkaufe. Ne, nicht verkaufe, schon einsammel. Okay. Okay, das heißt, hier kann ich noch nichts machen, weil die erst weiter aufbauen müssen. Was haben wir denn hier? Ihn. Aha. Aha. Interessant. Gut, dann warten wir einfach mal einen Tag, damit die Dingens voll ist. Was machen wir denn jetzt? Ist ja noch nicht mal voll. Warten wir noch einen Tag. Gehen wir zu dem Dude in der Werkstatt? Ja, oder? Komm, gehen wir zu dem Dude in der Werkstatt. Wunderschöne Winterlandschaft hier. Mal schauen, ob er was zu sagen hat. Ich glaube ja nicht. Jetzt scheint mir ein bisschen wirr im Kopf, der Mann. Mir juckt schon wieder die Nase. Könnte ausrasten! Armer Hund. Armes Tierchen. Aber wenn ich euch nicht angreife, dann greift ihr mich an. Also, komme ich euch zuvor. Wo war denn der nochmal? Ist der doch nicht auf der Karte markiert? Hat da gerade jemand geschrien? Der war doch hier irgendwo. Da. Hier. Mit seinem toten Elfen. Ach, guck mal. Ja.
Ja. So. Mal gucken, was der gute Mann zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Speichern. Süßigkeiten, Süßigkeiten. Onkel Schleckermaul will allen nur Freude bereiten. Überfluss, falls ihr auf der Suche... Süßigkeiten? Wo all die schönen Lampen stehen. Ja, das sind sie. Du hast ihn nicht beerdigt, der liegt da im Schnee. Hat der irgendeine Quest? Bei dem sind ein paar mehr als nur eine Schraube locker. Mondzucker, hihi, der stellt Mondzucker her, okay. Versprecht, dass ihr keinen vergiftet. Ja, dann gebt mir einen. Bring ich den um oder bring ich den nicht um? Verrückte Charaktere sind ja eigentlich immer lustig, ne? Und meinen Zucker nicht mehr verteilt. Oh, betrüblich, zutiefst betrüblich. Aber ich will. Aber ihr werdet. Ich liebe das Leben. Na gut. Abgemacht, das hier ist mein weißer Helm und ich verspreche euch, dass ich nie mehr süße Freude verteile. Ganz alleine essen. Oh, er wird in einer Überdosis wegschimmeln. Okay, was ist denn das für Hexen hier? Hast du denn noch andere Sachen, die ich dich über die ich dich ausfragen kann? Nein? Okay. Okay. Ich dachte gerade, meine Katze hätte meinem Dingens gezogen an meinem Kabel hier. So, was ist das für ein Helm? Weißer, kolorisch. Ja. Eine gute Skooma-Pfeife. Steht hier auch. Okay. Nicht den Verrückten umbringen. Nicht den Verrückten umbringen. Leute, hört auf. Dankeschön. So, schaffen wir... Oh, 28 Minuten. Upsala. Ich wurde von dem Süßigkeiten-Song abgelenkt. Sorry. Alles klar, dann bringen wir nächste Folge die Mütze rüber zu... Wie hieß sie denn jetzt nochmal? Severia Gratius. Ja, ich denke, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr Quests gibt. Aber ich habe jetzt, glaube ich, immer alle angenommen, die ich konnte. Danke fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.